So viele Leute streben scheinbar nach der allmächtigen M4. Aber für die meisten reicht das Budget nicht so ganz. Aber es reicht für die kleine Schwester. Und wenn ich kleine Schwester sage, dann meine ich nicht so eine kleine niedliche. Mehr so ein MMA-Fighter, kleine Schwester-Typ. Eine sehr vielfältige Waffe. Ich habe zum Beispiel meinen Shooter Bone in Heaven damit gemacht. Sie kann aber noch viel mehr und deswegen reden wir heute darüber, warum ihr die Adar spielen solltet. Wir mal fangen an mit der Modability. Und die Waffe ist gleich aufgebaut wie eine M4. Entsprechend kann man die unglaublich modden. Aber es macht in vielen Fällen nicht so Sinn, weil es eine Single-Fire-Waffe ist. Jetzt, um jeden Mod aufzuzeigen, müsste ich das Video hier 2 Stunden lang machen, deswegen nur ganz kurz. Ihr könnt echt alles dran verändern. Ein Receiver ran, ein Lauf ran, ein Handguard ran, an den Handguard alle gewöhnlichen Attachments, an den Lauf dran, das Kaliber bietet die Compensator, Silencer-Kombination, die sowieso richtig stark sind. Dann eins von diesen speziellen Kimmer Korn für mehr Ergonomics erlaubt die Waffe auch. Charge Handle, ein Stock, verschiedene Pistolengriffe oder Kombinationen, Magazine, einfach das Ding ist ein Lego-Bausatz. Entsprechend kann man damit auch ziemlich günstige Builds machen. Was uns zum nächsten Thema bringt. Wie erschwinglich ist denn die Adar? Auf dem Papier sieht es ziemlich schlecht aus, denn aus irgendeinem Grund haben die Deaths letzten Wipe entschieden, dass die Adar jetzt 45.000 Rubel kosten soll bei Iskia. Und man kann die nicht traden oder sonst so kaufen oder craften. Aber es wäre nicht mein Channel, wenn ich einen Weg hätte, wie ihr die günstiger kriegt. Und zwar haben Scavs die Waffe sehr oft in der Hand, heißt wenn ihr Scavs tötet oder selber spielt. Kommt ihr da raus? Guards haben auch sehr oft eine Version der Adar. Das Problem dabei, die Durability von diesen Waffen ist in der Regel ziemlich im Keller, heißt die wollt ihr nicht nutzen. Jetzt könnt ihr aber bei Skia bereits ab Level 1 das Grundgerüst einer Adar kaufen für nur 7000 Rubel. Also was macht ihr? Platziert die Dinger untereinander, nehmt die gebrauchte in Anführungszeichen Adar auseinander, schraubt alle Teile auf die neue und tada! Ihr habt eine neue Adar. Was auch super krass ist, ihr könnt die Adar von Level 1 an modden. Ihr könnt legit das Spiel kaufen, einloggen und ihr könnt schon die erste Adar modden. Ihr habt alles bei Trader Level 1 ab Level 1 verfügbar, was ihr hier gerade seht. Das Ding hier könnt ihr bauen mit Level 1. Das ist extrem beeindruckend. Naja, zumindest in dem Vibe, bis es dann wieder ändern und ich das Video aktualisieren muss. Aber ne, im Moment kann man das machen. Wir schauen uns ein paar coole Mods dann in einem separaten Video an. Dann kommen wir wie immer zu den Kugeln. Und ja, es ist wie so mit vielen Waffen auf dem Kanal hier, die ich hier zeige. Absolut überwältigendes Kaliber. Manche munkeln, es sei schon fast ein bisschen overpowered, das Kaliber. Wir sehen jetzt hier, die Stärke von dem Kaliber am gewissen Punkt ist, dass die Penetration ist immer auf einem sehr, sehr guten Level, um mit 5er und 6er Rüstung klarzukommen, ohne dabei aber zu viel Schaden zu verlieren. Die M855A1 zum Beispiel, so ziemlich die beliebteste Kugel im Spiel, tötet mit 2 Schüssen in den Thorax. Zum Beispiel BS bei der AK genau das Problem, dass die Kugel zu wenig Schaden macht, um einen Spieler mit 2 Schüssen zu töten. Das braucht 3. Das gepaart mit der tieferen Feuerrate von der AK erklärt, warum die M4 so ziemlich jedem Bereich besser ist. Aber schauen wir uns die M855A1 an. Denn nicht nur ist es eine der besten Kugeln im Spiel, es ist auch eine der günstigsten, warum auch immer. Bei Skier Level 4 kriegt man die für 368 Rubel. Ja, nur 90 Stück pro Restock, aber wenn man da immer kauft, hat man im Grunde unendlich von den Dingern rumliegen. Und wenn ihr ganz dringend trotzdem neue braucht, Peacekeeper Level 4 verkauft euch die ebenfalls für 6,53 $, das sind etwa 790 Rubel. Das ist lächerlich, für was man da kriegt. Ich weiß von keiner anderen High-Tier-Ammo, die so günstig verfügbar ist. Wenn ihr es wisst, in den Kommentaren. Aber im Grunde, wenn ihr euch fragt, warum ist die M4 Meta, das ist der Grund. Die M4 ist eine der besten Waffen im Spiel und die M855A1 ist eine der besten Kugeln im Spiel und dazu eine der günstigsten High-Tier-Ammos. Und dann wundert sich BSG, dass alle M4 spielen. Ublüdek, Mann, твою, а ну иди сюда, говно собачье! Новый пистолет. Водка. Eventuell nicht die beste Muni im Spiel für 300 Rubel anbieten? Aber nehmen wir an, ihr habt keinen Zugang zu dieser Kugel. Die M856A1 ist ebenfalls eine super Kugel. Ist im Grunde die BT für die M4. Naja, mit dem Unterschied, dass sie natürlich wieder günstiger ist
Und zwar könnt ihr mit der Workbench Level 2 200 Schuss davon craften und ihr braucht dazu einfach zweimal grünes Gunpowder und 200 Schuss M855, die überall rumliegt oder könnt ihr richtig günstig kaufen, heißt, der Schuss kostet euch etwa 500 Rubel. Also das Kaliber ist einfach entweder Top-Tier oder schon im Bereich von Broken. Aber ja, mit diesen Kugeln, wie gut performt unsere Adar jetzt in Close Range? Die Adar Single Fire bedeutet, wenn ihr schon einen Angle haltet, ist sehr gut. Wenn ihr aber überrascht werdet, dann kann euch das Single Fire zum Verhängnis werden. Denn dann habt ihr nicht viel Zeit zu reagieren, ihr müsst ziemlich schnell on point sein und ihr müsst ganz schnell drücken. Das Kaliber hilft euch zwar hier immens, denn ihr müsst zum Beispiel nur zweimal einen Thoras treffen, sofern er keine 6er Rüstung hat. Und mit ein bisschen Glück fällt er direkt um. Aber eben gerade Late Wipe ist es nicht die beste Idee, mit einer Adar volle Kanne reinzugehen. Wie gesagt, die meisten anderen Spieler spielen mittlerweile M4 oder die Mutant und die schießen nun mal einfach schneller, als ihr klicken könnt. Von daher würde ich euch empfehlen, dass wenn ihr mit der Adar spielt, guckt, dass ihr immer in der Nähe von Deckungsmöglichkeiten seid und die Deckung eigentlich nur komplett verlasst, wenn ihr euch sicher seid, dass ihr die Situation unter Kontrolle habt und den Kill holen könnt. Denn werdet ihr überrascht oder überwältigt und ihr steht offen, seid ihr tot. Aber es ist eine super Art und Weise, seine kleinen Fingermuskeln zu trainieren, denn ihr werdet eine ganze Menge drücken, wenn ihr oft mit dem Ding in Close Range Fights rennt. Aber schauen wir uns jetzt mal an, wo die Adar wirklich scheint. Und das ist auf höhere Distanz. Die Waffe Single Fire, das ist beim Snibbern super gut. Bei Bolt Action und dergleichen hat man das Problem, ja, ihr verfehlt den Schuss, zweite Chance gibt es in der Regel nicht. Mit Adar kann man es gleich nochmal versuchen. Außerdem, da man sie so gut modden kann, kann man sie super anpassen auf die Bedürfnisse. Und beim Snipen wollen wir eigentlich die Ergonomik so hoch halten wie möglich. Und eben genau das geht mit der Adar super. Man kann die locker auf 60, 70 Ergo boosten. Dann habt ihr das Teil so schnell hochgezogen, wenn ihr irgendwo hinziehen wollt. Außerdem die Kugel, also wäre sie nicht schon gut genug, ist auch noch verdammt schnell. Je nachdem, welche ihr verwendet, von 900 bis über 1000 Meter die Sekunde, die M95 zum Beispiel die schnellste hier. Damit zu snipen ist super easy. Die Adar ist auch sehr präzise mit einer Streuung von etwa 5 cm auf 100 Meter, also das ist vernachlässigbar. Und das alles macht sie einfach zu einer super Sniper, auch braucht ihr damit nicht so große Magazine, könnt ihr 20er Magazine mitnehmen, die passen schon wieder in die Tasche. Ihr könnt damit Munition sparen, auch im Pouch. Somit verliert ihr eigentlich so gut wie nichts, wenn ihr sterbt, weil die Waffe kommt immer wieder zurück, je nachdem wie ihr sie baut. Also echt ein super Ding. So, als Fazit, ich würde sagen, was die Adar auszeichnet, ist, dass sie alles irgendwie kann. Ja, sie ist nicht die beste Waffe, wenn ihr sehr nah rangeht, aber ihr könnt euch damit definitiv sehr gut verteidigen. Gleichzeitig könnt ihr aber auf sehr weit entfernte Ziele schießen mit einer sehr hohen Präzision und Kugelgeschwindigkeit und Penetration. Macht die Waffe super für Shooter Born in Heaven und dergleichen, denn wenn ihr mit der spielt, könnt ihr wie gewohnt spielen. Und wenn sich die Gelegenheit ergibt für einen Shooter Born in Heaven Kill, habt ihr das Equipment, um das auch durchzuziehen. Außerdem ist sie relativ günstig für was sie bietet, aber eben Builds gucken wir in einem anderen Video an. Also alles in allem, ich kann dieses Teil nur empfehlen, wenn ihr damit leben könnt, ein bisschen zu klicken. Und das war's für dir da. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wie immer, wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben, abonniert für mehr. Und wenn ihr den Channel hier unterstützen wollt, dann zieht doch eine Mitgliedschaft in Betracht. Dankeschön und bis zum nächsten Mal. Bye bye.